Hallo, in dem Video zeige ich, wie ich meine Untersteller für die Hindernisse selber gemacht habe. Und zwar zeige ich hier, wie man halbrunde Untersteller machen kann. Ich habe mir hier passende Bretter für meine Bedürfnisse rausgesucht aus dem Baumarkt. Die sind 50 cm hoch und 1 Meter lang, so dass man eben auch daraus möglichst ohne wenig verschnittenen Halbkreis draus machen kann. Ich fange an, dass ich mir den Mittelpunkt von dem Brett markiere und dann mit einem Bleistift einen Halbkreis zeichnen. Man kann sich dafür eine Schnur nehmen oder, so wie in meinem Fall, die etwas faulere Methode, habe ich mir an einem Zollstock angehalten, wo eben die 50 cm sind für meinen Fall. Habe dann den Zollstock an einer Seite mit dem Finger an den Mittelpunkt des Brettes gehalten und an der anderen Seite vom Zollstock den Bleistift dran gehalten. Und somit kann man dann eben von einer Ecke über das Brett zur anderen Ecke einen halbwegs sauberen Halbkreis ziehen. Als nächstes habe ich mir eine elektrische Säge geschnappt und dann entlang der gezeichneten Linie das Ganze ausgesägt. Ist, wie man sieht, ein kleines bisschen schief geworden am Anfang. Da musste ich dann später nochmal ansetzen und nochmal ein bisschen nacharbeiten. Wenn das Ganze ausgesägt ist, ich habe mir dann an den Ecken, die immer noch nicht wirklich schön sauber rund geworden sind, habe ich mir nochmal eine Feile geschnappt und die groben Ecken, die da noch drin waren, mit der Raspel und mit der Feile nochmal etwas glatter gemacht. Wenn einem das nicht stört, kann man es weglassen. Ansonsten, wenn man vorher sauberer gearbeitet hat, braucht man den Schritt nicht und kann gleich zum nächsten übergehen. Und zwar kommt jetzt als nächstes das Schleifen. Die frisch abgesägten Stellen habe ich jetzt abgeschliffen. Ich habe mir hierfür auch wieder elektrisches Werkzeug geholt, geht aber auch genauso gut mit der Hand. Hier habe ich jetzt auch noch ein sehr grobes Schleifpapier genommen. Ich glaube, es war eine 80er Körnung, vielleicht sogar noch weniger. Wie gesagt, dadurch, dass ich eben meinen Schnitt ziemlich wellig hatte, wollte ich damit dann noch versuchen, so ein kleines bisschen schönere Rundung in das Ganze reinzubringen. Wenn das Ganze fertig abgeschliffen ist, habe ich mir dann für meine Füße die Punkte markiert. Ich glaube, ich habe das in etwa 20 oder 25 cm Abstand zum Rand gemacht und habe da eben einen kleinen Strich gesetzt, dass ich weiß, wo ich nachher vorbohren muss. Also habe ich einmal geguckt, wie groß meine Schrauben sind und dann das Loch so groß vorgebohrt, wie der Kerndurchmesser der Schraube ist, so dass mir das Holz an den dünnen Stellen eben nachher nicht aufsplittert und die Schraube aber trotzdem noch gut da drin hält. Dann habe ich meine Füße zurechtgesägt. Das war auch nur eine normale Baulatte aus dem Baumarkt. Die habe ich in 40 cm lange Stücken zurechtgesägt, habe da in der Mitte so groß vorgebohrt, dass die Schraube locker durchpasst, also mit der gleichen Größe der Schraube durch die Füße durchgebohrt und dann die Füße an die Unterseite eben dran geschraubt. Ich habe in meinem Fall nur eine Schraube reingedreht. Ich habe die so fest angezogen bekommen, dass sich der Fuß nachher nicht mehr hat verdrehen lassen. Wenn das nicht hält, kann man auch vorher sich überlegen, zwei Schrauben nebeneinander reinzusetzen. Dann verrutscht das Füßchen eben nicht mehr zur Seite, wenn man irgendwie mal das transportiert oder dagegen kommt. Jetzt ist dann auch schon Zeit, den Pinsel in die Hand zu nehmen. Ich habe mir weiße Farbe genommen, die in meinem Falle Grundierung und Lack in einem war. Wenn man das nicht hat, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, Vorstreichfarbe zu kaufen. Ansonsten empfehle ich immer, was ich total super finde, wasserverdünnbare Farbe. Wenn man da eben einen weißen Lack hat, kann man den zur Not auch einfach mit einem winzig kleinen Schluck Wasser verdünnen und hat somit dann seine Vorstreichfarbe auch. Das Ganze jetzt eben einmal komplett anpinseln in weiß, also von oben, ja auch die Unterseite der Füße nicht vergessen. So, als nächstes geht es dann auch schon wieder weiter ans Anzeichnen. Je nachdem, was ihr für ein Muster haben möchtet, ist das ganz eurer Kreativität frei überlassen. Ich habe mich in meinem Fall für ein Regenbogenmuster entschieden, weil wir Hindernisständer haben, die eben ein ähnliches Muster haben und da sollten die dann eben zu passen. Ich habe mir jetzt für mein Muster den Mittelpunkt von den Brettern nochmal neu ausgemessen. Dadurch, dass ich ja etwas schief gesägt habe, waren es jetzt also nicht mehr genau 1 Meter, sondern ein bisschen kürzer. Also nochmal neu den Mittelpunkt ausmessen. Und dann mit der gleichen Technik, wie ich vorhin den Halbkreis zum großen Aussägen gemacht habe,
jetzt das gleiche nochmal, dann in jeweils etwas kleineren Schritten. Also habe ich mir dieses Mal ein Stück Schnur genommen, das an das Maßband gehalten und mit dem Finger eben dann in 10 cm festgehalten und den Bleistift am anderen Ende drum geknotet. Dann mit dem Finger am Mittelpunkt vom Brett festgehalten und den Bleistift dann mit gespannter Schnur im Halbkreis einmal von einer Seite zur anderen runtergezogen. Danach das neue Maß nehmen, also 20 cm die Schnur lang und dann das gleiche wieder in der Mitte anhalten und mit gespannter Schnur mit dem Bleistift den Halbkreis ziehen, so dass ich eben dann nach 10, 20, 30 und 40 cm in den Maßen einen Halbkreis mit dem Bleistift gezeichnet habe. Das habe ich auf allen 4 Seiten gemacht, also bei allen beiden Unterstellern und eben auf jeder Seite. Wenn das Muster fertig vorgezeichnet ist, dann kann auch schon der Farblack aufgemacht werden. In meinem Fall habe ich jetzt mit dem Blauen angefangen. Wo man anfängt, ist fast egal. Man sollte nur so ein bisschen bedenken, je nachdem, wenn man wie in meinem Fall mehrere Farben, verschiedene Farben zu streichen hat, dass man da so ein bisschen geschickt vorgeht, dass eben die Farben zwischenzeitlich Zeit haben zu trocknen oder dass man nicht mit dem Arm oder so aus Versehen an die noch frische Farbe kommt und das verschmiert. Bei geraden Strichen empfiehlt sich das, dass man eben mit Malerkrepp die Linien, die nicht bepinselt werden sollen, vorher abklebt. So kann man dann viel schneller arbeiten und es wird in der Regel auch ein recht sauberes Ergebnis. Bei dem runden, bei den stark runden Biegungen hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit, das mit Krepp abzukleben. Deshalb muss man da dann eben ein bisschen vorsichtiger pinseln. Wenn der erste Anstrich dann fertig ist, habe ich mir nochmal Schleifpapier geschnappt, jetzt in einer feineren Körnung, also zum Beispiel 120er war in meinem Fall ganz gut. Und habe dann das Ganze, also überall, wo ich eben schon mit Farbe gestrichen habe, alles abgeschliffen, bin auch mit der Hand jedes Mal danach drüber gefahren, um zu gucken, ob es mittlerweile glatt ist oder ob es immer noch rau ist. Die Fasern des Holzes stellen sich nämlich durch den Lack, durch die Farbe auf und das spürt man sehr stark, ob es noch rau ist oder ob es schon gut glatt ist. Wenn man fertig geschliffen hat, dann am besten nochmal mit einem feuchten Lappen den ganzen Staub abwischen und dann kann es auch schon an den zweiten Anstrich gehen. Ich habe bei mir auch nur einmal mit Weiß vorgestrichen und 2 Farbanstriche, also insgesamt 3 Schichten und hat für meinen Geschmack gut ausgereicht. Wenn man jetzt eine Farbe hat, die nicht so gut deckt, dann kann man auch nochmal drüber streichen. Aber ich glaube, 3 Anstriche sind schon eigentlich ganz gut. Ja, damit sind wir dann auch schon fertig. Hier ist jetzt nochmal ein Foto von den fertigen Unterstellern, wie sie im gesamten Hindernis aussehen. Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen.